Willkommen zurück zu Let's Play Cosmic Star Heroine. Ich habe mich mal nochmal hier mit Noctiboy unterhalten. Ja, mit Noctis. Hier ist ein Tipp für euch. Ich hörte, dass ein mächtiger Vampir in den Sansaran-Minen herumlungert. Hat ein enormes Kopfgeld. Hat ein enormes Kopfgeld auf sich ausgesetzt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir jetzt auch noch machen möchten, denn das ist auch etwas Optionales. Ich hoffe, ich finde den Weg zu den Sansaran-Minen noch. Denn dabei handelt es sich wohl auch um einen optionalen Boss, möchte ich meinen. So, jetzt müsste ich nur noch mal überlegen. Ich glaube, die waren auch ganz oben im Norden. Wir gucken mal. Wir schlawenzeln mal durch den Planeten, das geht ja eigentlich relativ easy. Wenn wir nicht wieder rein und rauslaufen. Nein, nicht entern. Ich muss ja nicht nochmal durchlaufen. Ach ja, ich liebe sowas. Die Jagd auf Sidequests. Optionale Herausforderungen. Ich glaube, die waren hier unten, die Minen. Ja. Das sieht gut aus. So, wir speichern mal. Gucken wir mal. Ich denke, mit der Gruppe... Ja, sieht gut aus. Oh. Who are you? Nein, es ist nicht hier. Ich glaube, ich muss weiterschauen. Oh, hi. Ihr was? Ihr wollt mich herausfordern? Glaubt ihr wirklich, dass das weise ist? Naja, wenn ihr darauf besteht. Ich hoffe, ihr seid stärker, als ihr aussieht. Okay, bist du die mysteriöse Kopfgeldjägerin? Ein Vampir von einem weit entfernten Land. Lita. Alles klar. Wir werden dich mal aus dem Leben prügeln, Lita. Ja, das müsste das Menschlein sein, was ich suche. So, wir werden auf jeden Fall mal wieder Sub-Zeroen. Holy shit. Song of Pain. So, mittlerweile eine sehr gute Taktik. Ja, der Schaden lässt jetzt auf sich... Der Schaden lässt jetzt... Wow. Der Schaden ist super, wollte ich eigentlich sagen. So, wir machen mal ein bisschen... ja, Bum Rush. Bim. Und Risky Assault. Ah. Shit, Alter. Ich glaube, die Tussi ist gleich down. Divine Bolt. Mal gucken, was das ausrichtet. Oh ja. Ja gut, was soll ich sagen? Stark ist die Lady nicht wirklich. Data Storm wäre natürlich auch eine ziemlich coole Sache, aber ich warte lieber, bis ich mein... Falls ich überhaupt noch dazu komme. Aber Ground Slam, mal gucken, was das ausrichtet. Jo, macht immerhin Schaden, ne? Brutalize! So, sie hat noch 1600 HP. Vielleicht schaffen wir es mit einem Earthquake. Ja, nicht ganz. What? What? Oh, sheesh, sie hat sich geheilt. Ist das normal? Okay, jetzt wird's crank. So, jetzt gucken wir mal. Mit ihm werden wir mal rechargen erstmal. Sie ist jetzt disarmt. Dann machen wir mal ein bisschen alle. Jawohl. Oh, 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 oh. Okay, ich hoffe, dass diese Heilung nur einmal funktioniert. Das wäre jetzt ein bisschen schwul, wenn sie das öfters machen würde. Ja, was soll ich sagen, Sue ist jetzt nicht der beste Kompagnon in diesem Kampf, aber mein Gott, wir werden es hinbekommen. Mörderangriff. Von mit ihm machen wir mal... Ja, wir greifen mal normal an. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, ich sollte dem guten Zoom mal eine Potion rüberschmeißen. Okay. Ja,
Ja, die beste Wahl war er tatsächlich nicht für diesen Kampf. Okay, wir rechargen mal komplett. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Heilung? Ja, wir sollten mal heilen, glaube ich. Was mache ich denn mit den Leuten? Meine Statuswerte sehen ehrlich gesagt nicht sehr gut aus. Vor allem weiß ich nicht, ob sie sich eventuell selber heilt. Hands current song to heal party. Okay, machen wir mal Crash Kendo. Nice. Die blöde Fotze greift halt zweimal an, ne? Data Storm! Ah. Jo, hat wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. So, Bum Rush, mal gucken, was der jetzt anrichtet. Jawohl. Und. Okay, sie hat noch 82 Lebenspunkte. Die werden wir wahrscheinlich wegbekommen. Ja, das war's. Sauber. Bravo! Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Ich habe noch Dinge zu erledigen, so werde ich euch nicht töten, aber glaubt mir, ich bin nicht erfreut, dass ich verloren habe. Oh, ich habe einen Flamethrower und einen Bloodcape. Ja, nice. Bis später. Okay, kurzzeitig habe ich echt gedacht, dass dieser Kampf mich zerstören wird, aber wir haben es ja irgendwie geschafft. So, was hat er jetzt bekommen? Moment. Moment, für wen habe ich was bekommen? Für Finn hatte ich was bekommen? Den Flamethrower. Oh ja, der ist sehr gut. Ach, für Ding habe ich was bekommen, glaube ich. Für den guten Squark. Bloody Cape, genau, Organ Bane, okay. Gegen organische Gegner. Nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Sauber, so. Und jetzt gab es noch eine Sache, die ich eigentlich gerne mal schauen wollen wollte würde. Und zwar, wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war, aber es gab noch einen Tempel, den ich gerne durchsuchen wollen würde. Denn dort befindet sich der letzte optionale Boss für dieses Spiel. So wie ich das mitbekommen habe, jedenfalls. Und zwar werden wir jetzt mal nach Las Rocas reingehen. Ich glaube, der Tempel war irgendwo in diesem Gebiet zwischen Las Rocas und New Romo. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Wir schauen einfach mal, wir gucken mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tempel irgendwo da unten war. Bam, 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 bam. Wir nehmen mal den Guten. Ah, wir nehmen mal die Gute. Wir nehmen mal Chan rein, weil Chan cool ist. So, jetzt gucken wir doch mal, wo das war. Ich kann mich auch täuschen tatsächlich, aber. Was steht da? Nö. Da geht's nur nach Neuromu. Bäm, 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 bäm. Oh, nee, warte, Moment. Das könnte richtig sein. Dä-dä-dä-dä-dä. Moment, hier war eine Sackgasse. Aha. Wo könnten diese verschissenen Ruinen gewesen sein? Es könnte sein, dass es hier entlang geht. Ja, das sieht gut aus.
Jawohl. Stimmt, weil da hatte mich das Spiel nämlich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich umkehren soll. What? Cthulhu? Okay, hier war wirklich jemand H.P. Lovecraft-Fan. Niederen Sterblichen, ihr denkt, ihr könnt mich, den mächtigen Cthulhu, gegenübertreten. Eure Dummheit amüsiert mich. Aber ich könnte ein kleines Workout gebrauchen. Wenn ihr mich, amüsiert, werde ich euch nicht töten. Okay, Cthulhu. Zeig, was du drauf hast, Digga. What? Okay, der hat 90.000 Lebenspunkte. Nice. Destroyer of World. Alles klar. So, wir werden uns erstmal mit Frozen Blade buffen, glaube ich. Wir kämpfen gegen Cthulhu. Ich pack's nicht. Und greif mal mit Meteor an. Mal gucken, was der ausrichtet. Joa, macht schon ganz ordentlich Damage. Sub-Zero. Aha. Und natürlich Song of Pain. Ja gut, Schaden ist es ja nicht, was der hier fabriziert, ne? So, wir machen gleich mal Data Storm, mal gucken, was das ausrichtet. Holy shit, Alter. 6.000 Lebenspunkte. 6.000 Lebenspunkte. So, was machen wir mit der guten Chan? Ich glaube, wir werden Orbital Assault mal machen. Jo. Und hier machen wir wieder Risky Assault. Holy shit, Alter. Cthulhu wird richtig auseinandergenommen. Oh shit. Wow. Wow. Zum Glück macht das nicht so viel Schaden. Bam. Einmal Lasern. Mit ihr machen wir mal unser Purification Torch. Mal gucken, was das kann. Okay. Mörder. Boah, wir machen guten Schaden, glaube ich. Divine Bolt. Oh ja. Oh ja, Cthulhu. So. Erstmal heilen, so, dann machen wir mal Echo. Bäm. Du tust mal rechargen. Du mal auch. Ach ja, jetzt tut uns wieder eine Ru. Wow, what? Wow. Typhoon. Ah. Wow, 12.290. Geil, Alter. So, sie wäre nochmal dran. Wir werden jetzt einmal die gute Chan heilen. Jawohl. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus gegen das Vieh. 38.000 Lebenspunkte hat er noch. Sniper. Aha. Jawohl, und wir können wieder Risky Assault machen. 8.000 Schadenspunkte. So, der Song wirkt ja noch, deswegen machen wir mal einen Lightning Bolt. Jawohl. Holy shit, Alter. So, rechargen, meine gute Elissa. Chan wird auch mal rechargen. Du wirst mal Sub-Zero machen und ich sollte ihn zum Heilen benutzen. Jawohl. Es sieht gut aus, glaube ich. Es sieht wirklich gut aus. Es sei denn, der Typ hat jetzt noch eine überkrasse, mächtige Mega-Attacke auf Lager. Das wäre dann natürlich ein bisschen blöd. Alter, das hat ihn vernichtet. Okay, wir kriegen nicht wirklich geiles Zeug, aber. Nicht schlecht, ich lasse euch leben. Wir haben das Lovecraft, den Lovecraft-Gürtel erhalten. Ah, geil. Was kann der? Stats plus 20. Alter Schwede. Fetter Shit. Ja, sauber. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich alle optionalen Bosse in diesem Spiel geklatscht. Wow. Also laut meinen, ja. Informationen, die ich mir jetzt eingeholt habe, sollten das eigentlich alle gewesen sein. Was heißt, wir können uns nun tatsächlich Richtung Finale begeben. Was ein bisschen tragisch ist, wenn ich ehrlich bin. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel doch ziemlich gut. Es ist jetzt nicht das besondere RPG im Endeffekt, ja. Es hat tolle Gameplay-Mechaniken, aber es ist jetzt kein Innovationswunder oder so. Aber es ist doch ein ganz amüsantes Spiel eigentlich. Fuck, Alter, wo gehe ich eigentlich hin? Bin ich hier richtig? Jawohl, okay. Ich bin richtig. Wir müssen nach Las Rocas. Jawohl, sieht gut aus.
Sieht wirklich gut aus. Also ich glaube, dass wir vielleicht, aber auch nur vielleicht, alles erledigt haben. Obwohl, lass mich nochmal schauen. Kurz. Ich habe ja nämlich ein bisschen im Internet geguckt, ne? Ich habe im Internet geguckt, weil ich nicht wirklich was verpassen will, ne? Also es sieht zumindest so aus, als ob ich alles gemacht hätte, tatsächlich. Ich dürfte jetzt alle optionalen Bosse in diesem Spiel geklatscht haben. Okay, Cthulhu war jetzt echt leichter, wie ich ihn mir habe vorgestellt eigentlich. Das heißt, wir können gen Finale gehen in diesem Part. Es ist soweit. Es ist Zeit, Geschichte zu schreiben. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verrückt genug seid und das Alienship alleine versucht auseinanderzunehmen. Echo? Was machst du denn hier? Nachdem der Direktor verrückt geworden ist, weiß das API nicht mehr, was zu tun ist. Aber wir wissen, dass das Alienship ein schlechtes Omen ist. Ihr wollt es entern, nicht wahr? Naja, ihr könnt ein bisschen Coverfeuer, ihr könnt ein bisschen Rückendeckung gebrauchen. Wir werden euch sicher draufbringen. Vielen Dank. Okay, das ist nett. Oh, nice. Oh, shit. Ja, mit dem Schiff würde ich mich auch nicht anlegen, ehrlich gesagt. Das ist wahrlich ein Sternenzerstörer. Unsere Waffen bringen uns nicht wirklich was. Oh nein! Es lädt sich für eine mächtige Attacke auf. Los, alle aus dem Weg! Oh shit. Hey, Moment mal, das ist doch Robu. Wow. Es greift den Hive an. Ich weiß nicht, wie lange ich noch aushalten werde. Jetzt ist unsere Chance, es zu entern. Lasst uns gehen. Okay. It's time for the final showdown. Nehme ich an. Es hat uns nicht bemerkt. Yeah, wir sind hier drin. Also, lass uns die Galaxis retten. Puh, klar. Wir haben sonst nichts zu tun. Alles klar, wir sind also wohl im letzten Dungeon angelangt. Schauen wir mal, was uns erwarten wird. Eine Kiste auf jeden Fall schon mal. Platinum Fists. Nice. Für Sue. Aber ich glaube, ich werde Sue nicht mehr in meine Party nehmen. Oh, hey, hi, hey. Hi, Robomantis. Okay, wir werden mal sofort Typhoon einkasten. Ja, macht schon mal ordentlich Schaden, Leute. So, dann werden wir das Ding hinten mal aus dem Leben plästern. Ich glaube, ich bin zu overpowered. Und Sub-Zero. Oh ja, Alter. Nice. Hier geht's weiter. Moment. Kann ich hier was tun? Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Ne. Excalibur. Okay. Die legendäre Waffe für Alyssa. Moment. Oh, sie ist tatsächlich stärker. Okay.
Dann nehmen wir sie doch mal. Bam, 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 bam. Bim, 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 bim. Ah, du bist der Kisten. Was ist das da oben? Du bist der Kistenbewacher, wie es aussieht. Ancient Spirit. Na, okay. Sollte jetzt. Aha, nicht so wirklich der Burner sein, das Viech. Bam. Und wir machen mal Risky Assault. Jo, hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber macht nichts. Divine Bolt. Ja, ich bitte dich, das ist doch kein Schaden, was du hier fabrizierst. Das ist Schaden, Digga. Das ist Schaden. Crystal Holster für den guten Olsen. Okay. Mein Gott, seht euch die Kohle an, Alter. Ich habe fast 3 Mille. Aber es war klar, dass ich das Geld nie wieder ausgeben werde. Hi. Ihr seht mir aus, als ob ihr wasserempfindlich seid. Nö, gegen Erde. Ach, was schön. Dann machen wir mal Granite Blade. Dann machen wir ein bisschen Meteor-Action. Ah. Naja, oder auch nicht. Sub-Zero ist immer gut. Joa, macht doch eigentlich immer ganz guten Schaden. Ja gut, das Erde ist jetzt nicht so wirkungsvoll. Jawohl, Typhoon. Scheiße, Alter, das ist Schaden. Alles draufhauen, was geht, Alter. Wir haben immer noch so viele Lebenspunkte. Ah. Song of Pain hinterher. So, was mache ich denn mit der guten Elisa? Vielleicht ein bisschen Data stormen. Holy shit, Alter. Was für ein Angriff. Der Typ hat immer noch 11.000 Lebenspunkte. Bam. Obwohl, jetzt gleich nicht mehr. Murder. Jawohl. So, du machst mal Divine Bolt. Ja, macht auch guten Schaden. Und tschüss, Kakao. Ciao, Kakao. Baby, Schluss im Bus. Ende im Gelände. Bin mal gespannt, ob das auch wieder so ein ewig in die Länge gezogener Dungeon ist. Superior Cape. Alles klar. Das ist für den guten Xorf. Bully. Hitting Weakness deals Bonus Damage. Okay. Das werden wir mal ausprobieren, glaube ich. Okay, das sieht schon ein bisschen aus nach Ende. Ich könnte mich aber auch täuschen. Hi. Oder eine Art Boss Rush, wir wissen das nicht. So, erstmal Data Storm ins Gesicht. Da werden wir die Möglichkeit haben. Jawohl. So, dann werden wir jetzt mit ihr mal ein bisschen. Naja, Focus bringt auch nicht wirklich was. Layered Tank. It's a big tank. Neu. Wasserempfindlich gegen Wasser. Ich habe leider nichts mit ihr. Bäm. Aber ich habe Sub-Zero dabei. Und den Song of Pain habe ich dabei. Ach ja, ich bitte dich. Also der Schaden ist ja. Ich meine, gut, ich bin ja top ausgerüstet mittlerweile. Also von dem her. Die Gegner sollten wirklich keine Bedrohung mehr sein hier. Ich meine, hallo, ich habe selbst Cthulhu weggefetzt. Ja? Yeah? Den Cthulhu. Oh, das war enttäuschend, der Schaden. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Macht nichts, aber ich habe mein Laser. Jawohl. Fire. Mörder. Oh, tschüss. Das war ein Mörderschlag. Sauber. Es geht weiter. Ah, der Dungeon ist noch nicht zu Ende. Hätte mich auch gewundert. Hard Ripper. Für den guten Xorf. Das ist eine Waffe, oder? Oh ja. Was für eine. Wahrscheinlich auch seine ultimative Waffe, nehme ich an. Eternity Shield. Nice. Eternal Strike. Damage and Style. Holy shit, Alter. Ja, das werden wir auf jeden Fall ihm geben.
Ich hätte gerne mehr Hackitude bei ihr. Dann können sie den Komet einsetzen, aber... Okay, gut, lassen wir das. Weil den Heroenschild lassen wir jetzt mal weg. Bäm, bäm, bäm. Noch mehr Gegner. Okay, wir löschen euch mal aus. Mit dem Typhoon erstmal. Jawohl. Dann machen wir mal auf dich. Jawohl, dann machen wir das. Schaden ist ein bisschen so gerade, wenn ich ehrlich bin, der Klotz am Bein. Weil sie keinen Flächenzauber hat. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber nimm das, ihr Lappengesichter. So, dann machen wir mal... Boah, Eternal Strike, Alter. Massive Damage. Schauen wir mal. Wow. Ja. Das war massiver Schaden. So, dann machen wir mal Riskier. Ne, wir machen einen Mörderschlag auf dich. Das sollte auf jeden Fall reichen. Du kriegst mal einen Lightning Divide Bolt ins Gesicht. Oh ja. Oh yeah. Es läuft, Leute, es läuft. Ja gut, es führt alles auf ein Ziel hinaus, hier hoch. Deswegen ist die Frage, soll ich gegen die Viecher überhaupt kämpfen? Ich glaube nicht. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwas Spezielles. Oh, hey. Mecha Dragon. Alles klar. Alles klar, die hauen wir gleich erstmal raus aus dem... Ich hau mir raus aus dem System, Junge. Bäm. Sollte ja kein Problem sein. What? What? Alter, das Viech hat gerade 540 Schaden gemacht. Hier, Data Storm, Alter. Oh, sie kann sich nämlich selber heilen. Du machst Risky Assault. Aha. 3800 hat er noch. Das sollte mit dem Lightning Bolt einfach erledigt sein. Ja, das war's. Cooler Boss. Ich meine, er hat viel Schaden gemacht. Das muss man ihm lassen, aber... Oh shit, Alter. Oh shit. Where I must go, where I must go. Hi. So, wir warten erstmal, machen erstmal einen Laser auf dich. Dann machen wir einen Orbital Assault auf, keine Ahnung, egal wer. Jawohl. Sub-Zero natürlich. Und Song of Pain. Habt das bald. Yeah, sie hat Style gegained. Das heißt, wir können Data stormen. Holy shit, Alter. Ich bin richtig OP. Glaube ich. So, du machst mal deinen Risky Shot wieder. Bäm. Okay, bei den Viechern macht es tatsächlich nicht so viel Schaden. Hm. Gegen Feuer empfindlich. Das heißt, wir machen eine Bombe. Eine Bombe. Ah ja. Besser 50 Schaden wie gar kein Schaden, ne? Oh, ein bisschen Typhoon. Das war's vielleicht auch schon mit euch. Jawohl. Ja, yeah, level up. Aber ich glaube, ich lerne nichts mehr. Ich glaube, ich bin schon ausgelernt. What? Alyssa-Klone. Ach, hör auf. Wir haben 7000 Lebenspunkte. Mal gucken, ob ein Datastorm reicht. Naja, leider nicht. Okay. Aber wir könnten ein bisschen Meteor machen auf die beiden. Nice, Alter. Sub-Zero. Ah. Hier, lebt noch. Moment, wie viel AP haben die? Ah, okay, wir machen Song of Pain. Ich glaube, es ist ja, dass diese Viecher irgendwas auf dem Kasten haben. Wow, stellt euch mal diesen krassen Porno an, Alter, mit den ganzen Alyssas. Dieser Alyssa-Porn. Haha, mit euch. So, wir machen Typhoon. Denn wir wissen ja, Klone sind halt auch nur Klone. So, dann machen wir Focus, falls ich es noch brauche. Was mache ich denn mit dem Kollegen? Eis, oder? Jop, Eis, Eis, Baby. Jawohl, ja. Und 700 Schaden machen wir. Divine Bolt. Ciao, Kakao.
Okay, das war easy. Das war easy. Gut, da oben gibt es nichts Interessantes, deswegen lasse ich die Gegner einfach mal links liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich denke, ich bin schon, stark genug, möchte ich meinen. Bam, 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 bam. Oha, Kiste. Fial. Was, ne, was? Eine Waffe für Arete? Habe ich das gerade richtig gelesen? Huh, okay. Lassen wir es mal so stehen. Du hast eine Notiz in der Kiste gefunden von jemandem namens Molly. Sorry, ich habe den Schatz geklaut. Er war echt nützlich. Aber hey, hier ist ein Tipp. Vielleicht hilft's euch. Wenn ihr im Verzweiflungsmodus seid, dann kann euer Style sich verändern. Ihr könnt könnt davon Gebrauch machen mit einzigartigen Burst-Techniken. Das wissen wir doch schon, oder? Wissen wir das schon? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das Kampfsystem in diesem Spiel kapiert habe, aber ich denke, das hier sieht schon sehr Last Boss-mäßig aus. Ja, da ist sie ja, die gute Arete. Doch was uns hier erwartet, vielleicht werden wir das auch noch im nächsten Part schaffen, das Spiel zu beenden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall sage ich erstmal vielen Dank für eure Geduld bei den optionalen Sachen und vielen Dank auch für euer reges Interesse an diesem Projekt. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play Cosmic Star Heroine, wenn wir Arete mal richtig in den Arsch stappen werden. Bis dann, ciao.